Ja, treten Sie bitte ein. Guten Tag. Ja, hallo. Mein Name ist Ritter Gerd und ich habe das Vergnügen, Sie heute durch unsere Burg zu führen. Wir stehen also hier vor dem Modell der wunderschönen Burg Altena. Sie ist schon sehr alt. Hier haben früher die Grafen von Altena gewohnt. Sie haben die Burg auf einem Berg gebaut, damit sie gut zu schützen ist. Hier stehen wir jetzt vor dem großen Turm, den man als Bergfried bezeichnet. Bitte sehr, aber vorsichtig, hier wird es dunkel. Hier sind wir in einem Wohnraum des großen Turms. Hier hatte man ein Feuer, das ist der Kamin, da konnte man Essen kochen, da konnte man sich wärmen. Das hier ist auch sehr wichtig. Hier haben wir ein Gefängnis. Da kamen Gefangene runter. Und da saßen sie in absoluter Dunkelheit. Und weil die da sicherlich Angst gehabt haben, nennt man dieses Loch hier auch das Angstloch. In diesem wunderschönen Raum fallen als erstes diese wunderbaren Bilder auf. Die Herrschaften, die wir hier sehen, sind alles Grafen von der Mark und damit auch Hausherren dieser Burg. Das ist ein Ritter. Ritter hießen diese Leute, weil sie auf einem Pferd saßen, also durch die Gegend ritten. Dann gehen wir mal hier rüber. So eine Rüstung brauchte der Ritter, um sich zu schützen, im Kampf oder im Turnier. Okay. Was gehört noch dazu? Um sich den Kopf zu schützen, brauchen wir den Helm. Jede Burg hatte natürlich auch eine Kapelle, das war sehr wichtig, weil die Menschen im Mittelalter sehr gläubig waren und man einen Platz brauchte, wo man beten konnte. Hier wurde aber nicht nur gebetet, ja, hier wurden auch die jungen Männer mit 21 Jahren zum Ritter geschlagen. Danach durften sie sich erst Ritter nennen. Man nahm also ein Schwert und hat dann beide Schultern und den Kopf berührt und dann durfte man sich Ritter nennen. Okay. Dann nehmen wir uns mal das Schwert hier zur Hand. Und es wird auch nicht wehtun, ich mache ganz vorsichtig. Okay. Bereit? Ja. So, nimm diesen Schlag als Zeichen der Würde einer Ritterin der Grafen von Altena. Damit sind Sie jetzt Ritterin der Grafen von Altena. Ich gratuliere. Ja. Diese Waffe hier ist die Armbrust. Wir werden jetzt mal versuchen, damit zu schießen. Das ist aber kein scharfer Pfeil, das ist Schaumgummi. Da kann man sich auch nicht dran wehtun. Oh. Ich werde mich jetzt hier an dieser Stelle vorübergehend von Ihnen verabschieden. Ich komme als ein anderer wieder. Bis gleich. Ja. So, da bin ich wieder, diesmal in etwas anderem Aussehen. Das hat seinen Grund, denn wenn man über die Burg Altena spricht, muss man auch über die allererste Jugendherberge der Welt sprechen. Hier sehen wir das Schild und wir gehen gleich mal darunter und schauen uns das mal an. Das ist also die allererste Jugendherberge der Welt. Und wie kam es dazu? Hier in Altena hatten wir einen Lehrer, der ist mit seinen Schülern sehr viel wandern gegangen und irgendwann sind sie mal derbe nass geworden. Und da hat er sich gedacht, man braucht eigentlich so Unterkünfte, wo man mit den Schülern unterkommen kann. Und er hat das hier in Altena umgesetzt. Dann wünsche ich eine gute Nacht, schlafen Sie gut und träumen Sie von der Burg Altena. Tschö!
Thank you.